Als Formel-1-Fans kennt ihr dieses Punktesystem ganz, ganz sicher, aber in diesem Video werde ich dieses Punktesystem darauf anwenden, für WM-Platzierungen Punkte zu vergeben. Das heißt, ein Weltmeister kriegt 25 Punkte, ein Vize-Weltmeister kriegt 18 Punkte und so weiter. Und dann schauen wir uns die 15 erfolgreichsten Fahrer aller Zeiten in der Formel 1 an. Wir sehen, dass Kimi Räikkönen sehr, sehr erfolgreich ist, wenn man nach dieser Statistik geht. Und wir schauen uns auch an, wo Max Verstappen in dieser Liste auftaucht. Deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los. Aber bevor wir jetzt anfangen, kann ich mir sicherlich vorstellen, dass einige meiner Abonnenten jetzt sagen, hey Jay, so ein Video hast du doch schon gemacht. Das war das allererste Video auf deinem Kanal. Aber Leute, es lohnt sich jetzt nochmal einen Blick auf diese Top 15 zu werfen. Es gab einige Verschiebungen. Der Blick auf Max Verstappen lohnt sich auch. Also fangen wir jetzt an mit den ersten Platzierungen. 13, 14 und 15. Wir fassen das gleich zusammen. Und hier tauchen auf David Coulthard, Mika Häkkinen und Rubens Barrichello, die ja alle in einer sehr, sehr ähnlichen Epoche gefahren sind. Fangen wir an mit Platz 14 und 15. Wie cool ist das denn, dass Mika Häkkinen, David Coulthard, die langjährigen McLaren-Mercedes-Teampartner, punktgleich hier sind. Ich habe Mika Häkkinen natürlich höher gerankt, weil er im Gegensatz zu David Coulthard auch den Weltmeistertitel erringen konnte. Ganze zweimal, 98 und 99. Aber trotzdem, wenn man nach dieser Statistik geht, sieht man auch, dass David Coulthard doch wirklich echt eine ganz, ganz erfolgreiche Karriere hatte. Sie war sicherlich länger als die von Mika Häkkinen. Aber man vergisst oft, dass David Coulthard auch einige dritte Plätze herausgeholt hat. Er war auch einmal Vize-Weltmeister 2001 und deswegen ist er hier in dieser Statistik punktgleich mit Mika Häkkinen. Ein Punkt drüber aber tatsächlich dann der Brasilianer Rubens Barrichello, der natürlich auch nie Weltmeister wurde, der auch so ein bisschen als Nummer 2 Fahrer gilt. Er war die Nummer 2, als Michael Schumacher diese unglaublichen WM-Titel holte. Aber es war dann trotz alledem eine erfolgreiche Karriere. Es waren dann doch auch einige zweite Plätze natürlich dabei, 2002 und 2004. Dazu der dritte Platz 2001. Aber nicht zu vergessen, auch nochmal 2009 im Brown GP. Und das war dann der endgültige Punkt, an dem er sich dann auch hier in diese Liste hinein katapultiert hat. Jetzt auf Platz 13 mit 119 Punkten. Eine lange, sehr, sehr lange Karriere von Rubens Barrichello mit vielen guten WM-Platzierungen. Und deswegen ist er hier in dieser Liste. Wir springen weiter die nächsten drei Platzierungen. Platz 12, Platz 11 und Platz 10. Gehen an Graham Hill, Niki Lauda, Jackie Stewart, die Legenden der 60er und 70er Jahre. Fangen wir an mit Graham Hill, schauen wir uns kurz die Statistiken an. Natürlich, er ist Doppelweltmeister 1962 und 1968, aber auch dreimaliger Vize-Weltmeister 63, 64 und 65. Dazu noch ein paar weitere WM-Platzierungen, die dazu führen, dass er hier in dieser Liste auftaucht. Dann machen wir weiter mit Niki Lauda, der natürlich eine atemberaubende Karriere hatte. 1975, 77 Weltmeister geworden. Dann ja eigentlich zurückgetreten, nachdem er natürlich auch diesen schrecklichen Unfall hatte 1976. Und dann kehrte er in den 80er Jahren nochmal in die Formel 1 zurück und krönte sich dann nochmal zum Weltmeister 1984. Er war auch Vize-Weltmeister in dem besagten Jahr 1976. Als er diesen schrecklichen Feuerunfall hatte, dieses legendäre Duell mit James Hunt. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber es ist wieder ein Moment, in dem ich einfach fühle, hey, ich muss unbedingt ein Niki Lauda Video machen. Richtig geile Karriere von Niki Lauda und deswegen ist er natürlich auch hier in diesen Top 15 enthalten. Und dann natürlich Jackie Stewart, eine relativ kurze Karriere, wenn man das mit den anderen vergleicht, von 1965 bis 1973. Aber die waren einfach unglaublich erfolgreich. Dreimaliger Weltmeister 69, 71, 73, dazu zweimaliger Vize-Weltmeister 68, 72. Einmal sogar Dritter geworden und das in seiner ersten Saison 1965. Wenn Jackie Stewart in einem Formel 1 Auto saß, dann ist er eigentlich immer ganz, ganz vorne mitgefahren. Auch eine richtig tolle Karriere und er ist hier deswegen auch verdient auf Platz 10 in dieser Liste. Platz 8 und Platz 9 teilen sich zwei Südamerikaner auf, nämlich Nelson Piquet und Juan Manuel Fangio. Nelson Piquet, der Brasilianer, auch eine richtig erfolgreiche Karriere. Dreimaliger Weltmeister 81, 83, 87. Dazu ein zweiter Platz, zwei dritte Plätze, aber trotzdem in seiner gesamten Karriere von 78 bis 91.
eigentlich irgendwo auch immer vorne dabei gewesen oder zumindest im oberen Mittelfeld. Und das reicht dann auch hier für Platz 9 in der Liste. Jetzt ist er ja vor allem als Schwiegervater von Max Verstappen bekannt und ja, mit manchmal sehr fragwürdigen Äußerungen. Und Platz 8 geht an Juan Manuel Fangio, die Legende aus den Anfangszeiten der Formel 1. Er war dabei, als die Formel 1 die ersten Rennen veranstaltete oder die ersten Weltmeisterschaften veranstaltete, so muss man es genauer sagen. 1950 reichte es noch nur zum WM-Vizemeistertitel, aber dann 1951 der erste Weltmeistertitel und es folgten weitere 4 WM-Titel zwischen 1954 und 57, das heißt insgesamt 5 WM-Titel. 1958 hat er dann auch schon seine Karriere beendet, aber natürlich allein mit den 5 WM-Titeln sammelt er hier in diesem Ranking schon 125 Punkte. Dazu kommen 2 zweite Plätze, nochmal 18 Punkte jeweils dazu. Wir kommen auf 161 Punkte und das reicht für Platz 8 in dieser Liste. Platz 7 geht ebenfalls nach Südamerika. Wir gehen wieder nach Brasilien. Der dritte Brasilianer in dieser Liste, Ayrton Senna, die Legende. Natürlich viel zu früh von uns gegangen, 1994. Es wären sicherlich noch ein paar mehr Punkte dazu gekommen. Schauen wir kurz auf seine WM-Statistiken. Dreimaliger Weltmeister, 88, 90 und 91. Das waren natürlich legendäre Duelle, vor allem mit Alain Prost damals. Dazu ja eben 2 Vize-WM-Titel, einmal Dritter. Die Karriere, sie endete leider zu früh. Es wären sicherlich noch ein paar Punkte dazugekommen, aber trotzdem natürlich eine Legende der Formel 1, Ayrton Senna. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Es kommt der erste Fahrer, der tatsächlich jetzt noch aktiv ist im Jahr 2023, nämlich auf Platz 6 in dieser Liste, Fernando Alonso mit 175 Punkten. Eine irrsinnig lange Karriere natürlich, vor allem 2001 begann sie, damals noch im Minardi. Jetzt 2023 sitzt er im Aston Martin. Er sammelt weiter fleißig Punkte für dieses Ranking. Letztes Jahr 9. in der WM-Wertung geworden, also 2 Pünktchen ergattert. Davor 10. nochmal ein Pünktchen. Aber die fetten Jahre in seiner Karriere, die waren natürlich viel früher. Unerreicht natürlich dann 2005, 2006 der Doppelweltmeistertitel. Hier gab es 50 Punkte für dieses Ranking. Aber auch danach die Zeit bei McLaren, die erste Zeit. Dann aber auch bei Ferrari vor allem diese Zeit. Die war nicht gekrönt mit dem WM-Titel, aber trotzdem waren da viele gute Ergebnisse dabei. Unter anderem dann noch 3-mal WM-Zweiter, 2010, 2012 und 2013. Da war halt ein gewisser Sebastian Vettel dann doch leider immer vor ihm. Aber trotzdem unglaublich viele Punkte, die Fernando Alonso hier gesammelt hat. Und Leute, stellt euch mal vor, wenn er die ein oder andere Teamentscheidung, also eine Wechselentscheidung, vielleicht ein bisschen anders getroffen hätte, ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, dann hätte Fernando Alonso in diesem Ranking noch deutlich mehr Punkte. Von daher kann man schon sagen, Fernando Alonso ist einer der größten in der Formel 1, oder? Und wenn wir auf die nächste Platzierung schauen, da fehlen Fernando Alonso nur 6 Pünktchen. Also hier kann er vielleicht sogar noch einen Platz gut machen. Denn auf Platz 5, da wartet Kimi Räikkönen mit 181 Punkten. Kimi Räikkönen damit in dieser Statistik erfolgreicher als Ayrton Senna oder auch Niki Lauda oder alle hier darunter stehenden Fahrer. Das ist natürlich auch seiner sehr, sehr langen Karriere geschuldet. Aber wenn man sich dann auch mal die Details anguckt, die WM-Platzierungen, dann fällt schon auf, da waren auch sehr, sehr viele gute Platzierungen dabei. Beispielsweise 2003 schon in seiner dritten Saison Vize-Weltmeister geworden, knapp geschlagen von Michael Schumacher, dem Großen damals. 2005 auch sehr, sehr knapp nur Vize-Weltmeister geworden hinter Fernando Alonso. Da ging schon steil bergauf in der Karriere von Kimi Räikkönen. Das Highlight folgte dann 2007 im Ferrari, da kürte er sich tatsächlich zum Weltmeistertitel. Danach war die Karriere noch relativ lang von Kimi Räikkönen. Die ganzen Highlights, die kamen eigentlich nicht mehr. Aber wenn man sich dann doch nochmal anschaut, was für Platzierungen er da geholt hat, es waren nochmal dritte Plätze dabei, beispielsweise 2018. Und damit kommt er halt auf diese 181 Punkte in diesem Ranking. Damit ist er 5. in der Liste der erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Findet ihr das gerechtfertigt? Die nächsten Platzierungen machen wir wieder im Paket. Platz 3 und Platz 4. Platz 4 geht an Sebastian Vettel, Platz 3 und das Treppchen also für Alain Prost. Und wenn man sich hier den Punkteabstand anguckt, dann merkt man, es ist relativ knapp.
Und da muss man auch sagen, Sebastian Vettel seit der Saison 2020 in diesem Ranking nicht mehr gepunktet. 2020 wurde er 13., 2021 und 2022 im Aston Martin jeweils 12. Und damit reicht es nicht, um hier nochmal auf Alain Prost aufzuholen. Jetzt hat er seine Karriere beendet und Alain Prost hat erstmal seinen 3. Platz sicher. Sebastian Vettel natürlich trotzdem eine Mega-Karriere, vor allem Anfang der 10er Jahre, unfassbar dominant gewesen. Allein 100 Punkte hat er sich da in den Saisons 2010 bis 2013 verdient, viermaliger Weltmeister. Aber auch bei Ferrari hat er nochmal gut gepunktet für dieses Ranking. Zweimal Vize-Weltmeister geworden, 2017, 2018. Der große Coup, er sollte nicht mehr gelingen im Ferrari, aber trotzdem kann auch Sebastian Vettel mit Platz 4 verdammt stolz sein. Und Alain Prost, der Professor, natürlich auch eine unfassbar erfolgreiche Karriere. Nicht nur seine 4 WM-Titel, sondern auch nochmal 4 Vize-Weltmeister-WM-Titel stehen ihm hier zu Buche. Und das langt natürlich dann auch hier für den 3. Platz. Eine unfassbar erfolgreiche Karriere. Er war nicht sehr spektakulär mit seiner Fahrweise, aber dann doch verdammt erfolgreich. Und ich finde auch völlig verdient auf Platz 3 der erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten. So, jetzt fehlen noch 2 Fahrer und wir wissen alle, um welche Fahrer es sich handelt. Aber wir haben noch eine Frage offen, nämlich was ist denn eigentlich mit Max Verstappen? Ich kann es natürlich schon mal vorwegnehmen. Er ist jetzt nicht mehr hier in dieser Liste auffindbar. Das heißt, er ist noch nicht in den Top 15. Warum ist er noch nicht in den Top 15? Schauen wir uns doch mal seine WM-Platzierungen an. 2015 noch im Toro Rosso gefahren, Platz 12. Hier gibt es also noch keine Punkte. 2016 erfolgte ja dann mit Season der Wechsel zu Red Bull, das reichte dann immerhin schon zum 5. WM-Rang am Ende des Jahres, 2017 dann 6., 2018 4., 2019 und 2020 dann schon 3. Und dann folgten natürlich die beiden Weltmeistertitel 21 und 22. Die Punkte, die seht ihr hier. Wer kann am besten und am schnellsten Kopf rechnen? Natürlich ich. Das gibt 110 Punkte im Endeffekt. Und das heißt, wenn man sich hier die Punkte der anderen Fahrer anguckt, reicht es noch nicht ganz für die Top 15. Aber man kann auch schon sagen, sollte 2023 einigermaßen so verlaufen, wie wir Formel 1-Fans wahrscheinlich vermuten, dass Red Bull auch wieder vorne mitfahren wird, dann wird Max Verstappen hier in die Top 15 stoßen. Schauen wir uns das an und vielleicht mache ich sogar nochmal ein Video zu diesen Top 15. Das wäre dann schon das 3. Und zum krönenden Abschluss jetzt natürlich noch die Frage, wer ist 1. und wer ist 2. in diesem Ranking? Wenn ihr dieses erste Video von mir angeguckt habt, dann wisst ihr, dass damals Michael Schumacher noch die Führung hatte. Aber ich kann es jetzt schon mal schnell sagen, Lewis Hamilton hat mit seinem Vize-Weltmeistertitel und mit seinem 6. WM-Rang 2022 jetzt auch die Führung in diesem Ranking hier der Top 15 der erfolgreichsten Formel-1-Fahrer übernommen. Ich möchte jetzt hier gar keine Debatte aufmachen, wer denn jetzt tatsächlich der bessere oder der erfolgreiche Fahrer ist. Leute, lasst uns einfach genießen oder ich kann zumindest für mich sagen, dass ich beide Fahrer in ihrer Prime sehen konnte. Michael Schumacher Anfang der 2000er, Lewis Hamilton in den 10er Jahren, das waren schon unfassbar dominante Jahre und deswegen sind diese beiden auf jeden Fall auch völlig verdient hier ganz oben in der Liste. Eine Info möchte ich aber euch noch geben. 1997 wurde Michael Schumacher disqualifiziert von der WM nach seinem Rammstoß gegen Jacques Villeneuve. Deswegen hat er auch hier für dieses Jahr 1997 keine WM-Punkte bekommen. Es hätte dann also vielleicht doch noch anders aussehen können in diesem Ranking, aber ist auch völlig egal. Das war's von diesem Video. Wenn euch dieser Content gefällt, dann lasst doch auf jeden Fall ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also macht's gut, bis dann. Ciao.